hoffe, das passt jetzt. Dann gehen wir hier mal weiter. Im Wald. Oh. Das ist ein gigantischer Baum. Ich glaube, sowas kriegt man nicht oft. Vom Baum her. Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, das ist schwierig, so einen Baum zu generieren. Wenn man den unbedingt haben will. Okay, das Ding sieht auch aus wie ein großer. Das wäre hier niemals so eine riesen Lücke. Okay, es waren aber nur zwei hohe Bäume. Auch interessant. Bei dem Baum da vorne haben Endermen gearbeitet, dass der so aussieht, wie er aussieht. So. Das wird witzig jetzt. Das wird unglaublich witzig. Alter, ist das Ding groß. Okay. Alter. Ist das immer noch der eine Baum oder ist das schon ein anderer? Ich habe echt keine Ahnung mehr, was hier noch was ist. Spaß, du meine Güte. Okay. Das sollte jetzt die spawnen. Also Pain oder wie das heißt. Wieso geht hier ein Ast nach unten? Oh Gott, jetzt wird auch noch Nacht. Okay, das war der eine Teil. Wir müssen jetzt mal weiter nach oben. Dann ist jetzt schon mal das der Teil zur großen Ebene hin. So, und dann geht der Baum auch noch in diese Richtung. Also in Richtung restlicher Wald. Hier sind einfach mal zwei Riesenbäume nebeneinander gewachsen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Grund, warum der Baum hier so eskaliert ist. Einfach, weil es zwei sind. Alter. So. Aha, Holz. Ohne Spaß, ich habe jetzt schon eine Axt für diesen Baum hier. Verbraten. Es ist gerade Nacht. Oh je. Nee. Das ist furchtbar. Ich sehe nämlich gerade auch mal wieder nichts darüber hinaus. Hier ist ja noch so ein großer Baum. Warum sind die überall nur so Riesenbäume? Ohne Spaß jetzt. Das ist einfach. Oh Alter, ist das furchtbar. Hier ist ja richtig des Todes nervig. Und da ist gleich der nächste große Baum. Ja, genau. Haben wir überhaupt noch kleine Bäume? Sieht man noch? Ja, gut, wenigstens sieht man was. Alter, das ist aber. Einfach nein.
Weg hier. So, okay. So, da, da. Okay, kurz mal Ruhe bewahren. Und mich am Auge kratzen, weil das gerade juckt. Wo stehe ich denn hier gerade schon auf diesem Baum? Okay. Hier haben wir zumindest ein Holz vergessen. Das sieht sehr danach aus. Schnell raus. Ha. Mist. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Einfach mal ins Haus sprinten. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Ah! Renn, Geli. Können wir schlafen? Ja, wir können schlafen. Puh! Seid Idioten. So. Unten latscht auch irgendwas rum. Keine Ahnung was. Man hört's nur. Was normal ist, wenn ein Boden dazwischen ist, aber. Alter. Wie viele Riesenbäume sind denn hier drinnen? Oh. Ach du je. Na, damit bin ich erstmal eine Weile beschäftigt. Damit bin ich wirklich eine Weile beschäftigt. Das können wir glauben, ey. Und jetzt haben wir nur noch zwei Äxte. Hoffen wir mal, dass das Baumfällen schnell vorbei ist, beziehungsweise nicht mehr große Bäume da sind. Okay, links in der Redstone-Schaltung scheint irgendwo ein Skelett zu sein. Gerne dahin gehen, dass du das Brennen anfängst. Genauso wie ihr da. So ist es gut. Wie soll ich denn hier wieder hier? Okay, gut. Da kommt noch. Oh, ich sehe schon den nächsten Riesenbaum. Ach Mann. So ist das nicht toll. Also wirklich nicht. Das ist doch unfair. Das ist einfach richtig unfair. So. Das habe ich aus Versehen mit meinem Knie den PC geschlagen. Der ist halt auch nicht so mega genial hier unten eingebaut, sage ich jetzt mal. Aber immerhin deutlich besser als früher. Da stand er nämlich auf dem Schreibtisch rum und wurde immer schön eingestaubt. Und jetzt ist er immerhin mal da, wo ein PC hingehört. Nämlich unter den Schreibtisch. Das heißt, ich weiß nicht, bei vielen steht der PC auch auf dem Schreibtisch. Aber, mir persönlich taugt es eigentlich am besten, wenn ein PC entweder in einem extrigen PC-Fach im Schreibtisch ist. Das ist mega genial. Solche Schreibtischfächer für, also PC-Fächer am Schreibtisch oder halt solche PC-Halterungen am Schreibtisch. Das kommt ja eigentlich aufs Gleiche raus. Das ist mega genial, weil der PC halt einfach aufgeräumt ist. Und ich hatte da mehrere Möglichkeiten, wie ich das bei meinem PC mache. Das ist ja eigentlich ein billig Schreibtisch aus
habe ich den denn bitte gekauft eigentlich? Wo ist mein zweiter Schreibtisch hier? Ich glaube, den gab es mal beim Netto. Also entweder beim Netto oder halt bei irgendeinem anderen Supermarkt. Oder Real? Vom Real war das Bett. Ja, ich schlafe in einem Bett vom Real. Das heißt, das Vorgängerbett von dem Bett vom Real, das habe ich aktuell in München. Aber für ein kleines Zimmer mit circa 16 Quadratmetern ist es sehr praktisch, wenn man ein Bett hat, wo Schubladen unten drunter sind. Weil man einfach sehr, sehr praktisch und effizient Gegenstände lagern kann. Was man so nicht unbedingt kann, zwangsläufig. Deswegen sind so Unterbettschubladen einfach wahnsinnig praktisch. Und in München liegt unter Bett nur ein zweiter Lattenrost, den man bei Bedarf verwenden kann. Dementsprechend habe ich da keinen Platz für eine Schublade oder sowas ähnliches. Deswegen ist da dann auch keine Schublade unter Bett. Deswegen brauche ich die nicht. Und mein Schreibtisch, mein zweiter, ist auch, also ich meine sogar vom Netto. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Und der hat eine Massivholz-Tischplatte, die jetzt nicht extrem groß ist und die mit dem Zeug, was draufsteht, sehr gut ausgelastet ist. Was da sind.